Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen ja, die Fraktion Die Linke ist kritisch bei Militäreinsätzen. Das wird auch so bleiben. Allerdings, hier gibt es eine Ausnahme. Als dieser Einsatz beschlossen wurde im Jahr 2006, da war das eine gute Entscheidung. Es war gut, dass damals die UNO noch stark war, dass der UN-Sicherheitsrat in der Lage war, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und auch durchzusetzen. Davon können wir heute gar nicht mehr träumen. Und unser Kollege Wolfgang Gerke, einige kennen ihn noch, der hat im Jahr 2011 hier formuliert, ohne das UNIFIL-Mandat hätte es den Waffenstillstand in Libanon nicht gegeben. Es war notwendig. Er hat ihm trotzdem nicht zugestimmt, da erinnert sich der Kollege Trittin richtig. Und deswegen werde ich auch diesen Teil noch mal erklären. Und das werde ich mit einem Zitat tun. Ich denke, dass schon vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte die Frage beantwortet werden muss, ist es klug, deutsche Soldaten, bewaffnete deutsche Soldaten in den Nahen Osten zu schicken? Und da sage ich gemeinsam mit den früheren Außenministern Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher, nein. Das war damals die Argumentation von Guido Westerwelle. Das war die Argumentation auch unserer Fraktion. Guido Westerwelle hat dann später als Außenminister seine Meinung geändert. Wir sind bei unserer Meinung geblieben. Deutsche Soldaten haben im Nahen Osten nichts zu suchen. Nun wird dieser Einsatz Jahr für Jahr hier verlängert. Und was als große Kontroverse hier begonnen hat, damals ist noch die Bundeskanzlerin in die Bütt gegangen. Es gab heftige Auseinandersetzungen. Es war schließlich der erste Einsatz, bei dem deutsche Soldaten überhaupt in den Nahen Osten geschickt wurden. Ist es inzwischen tatsächlich, da hat der Kollege Sauter ja darauf hingewiesen, ein bisschen Routine geworden, obwohl es eben auf einem Pulverfass stattfindet. Und wir sind uns sicherlich einig, Auslandseinsätze der Bundeswehr sollten niemals Routine werden. Wer hunderte junge Männer und Frauen auf eine lebensgefährliche Mission schickt, der muss gut begründen, warum das geschieht. Schließlich wird hier in dem Begründungstext auch ausdrücklich darauf verwiesen, dass der Einsatz militärischer Gewalt genehmigt wird. Und deshalb darf man nach 11,5 Jahren auch fragen, ob die Begründung von damals eigentlich noch trägt. Wir haben eine Situation, dass wir hier einen Einsatz genehmigen, der bis zur Landesgrenze von Syrien geht. Dort tobt ein blutiger Krieg. Das war so im Jahr 2006 nicht. Dann wird in der Begründung die libanesische Regierungskrise angeführt, als könnte dort die Bundeswehr einen Beitrag leisten. Nils Annen hat eben auf die trilateralen Gespräche verwiesen. Das ist ja alles gut und schön, aber die Bundeswehr ist nun wirklich keine Kommunikationsplattform. Und Sie müssen auch aufpassen, es ist so wie bei ganz vielen anderen Mandaten. Bei jedem Mandat gibt es am Anfang die eine Begründung und dann verändert sich die Begründung von Jahr zu Jahr zu Jahr. Das heißt, man kommt ganz leicht in einen Auslandseinsatz hinein und es ist sehr schwer, wieder herauszukommen. Ein Wort zum Schluss. Es wurde auch auf Waffenschmuggel Bezug genommen. Es ist ja richtig, Waffenschmuggel zu stoppen. Aber wäre es nicht noch besser, wenn überhaupt verhindert würde, dass Waffen in diese Region verkauft werden? Hier kann Deutschland einen Beitrag leisten. Deutschland mischt weiter munter mit bei Waffenverkäufen, auch in die Region. Ich will hier noch mal auf den blutigen Jemenkrieg verweisen. Die SPD hat versprochen, dass die Waffenlieferungen in den Jemenkrieg beendet werden. Bisher ist nichts passiert. Wenn Sie das machen würden, dann hätten Sie unsere Unterstützung. Aber für eine weitere Verlängerung eines Auslandseinsatzes, der ein unendlicher Auslandseinsatz zu werden droht, dazu werden Sie unsere Unterstützung nicht bekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort der Kollege Omnit Nuripur.